Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dealers Live 2, meine Freunde. Ja, es geht langsam auf die 100 zu und ich wünsche euch einen schönen Tag. Also es ist mittlerweile schön sonnig draußen, also das finde ich richtig geil. Endlich ist der Winter mal ein bisschen, ja, schöner, ne? Nicht so trübe und bedeckt und hast du nicht gesehen, das geht mir mittlerweile echt auf den Sack. Oder ging mir mittlerweile, also zwei Wochen lang, Sturm, Regen, Kälte, etc., ne, endlich kam mal die Sonne raus, jetzt haben wir endlich mal schönes Wetter draußen. So, Leute, dann schauen wir doch mal, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben hier? Ach ja, bevor ich es vergesse, die Facecam, Hallöchen. So, okay, nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Ich habe eine Woche lang das Spiel nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt noch ein kleines Projekt am Start und zwar Aetna bricht aus. Das habe ich seit 3 Tagen auch nicht mehr gezockt, weil ich ein bisschen was zu tun hatte. Naja, wie auch immer. So, Motorrad habe ich gesperrt für den Restaurator, richtig? Richtig. So, also, da haben wir den Restaurator bei der Kiste, bei dem schönen alten Dingsbobs bei der Truhe. So, okay, das ist Pfand, okay, das ist auch Pfand. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich hier so ein paar Pfandstücke wieder reingepackt habe, ne? Naja, gut, ich würde sagen, schauen wir doch mal. Warte mal. Ich wollte ins Geschäft. So. Ich habe da gerade gesehen, wir haben eine Lagerauktion. Ich hätte die Lagerauktion. Eigentlich wollte ich die wählen, aber naja. Ist ja jetzt völlig wurscht. So, guten Morgen. Man nennt mich auch Isaac Wright. Isaac Wright. In weißer Kluft. Okay. Sieht irgendwie so ein bisschen texanisch aus. Ne? Als wäre der irgend so ein texanischer reicher Fatzke. Okay. Der ist auf jeden Fall kompetent genug, geizig genug ist er scheinbar auch. Der will das verzierte Gewehr aus der Renaissance haben. Naja gut, 320 habe ich gezahlt, 355 ist es wert. Okay. Warte mal, ich muss nochmal kurz was nachschauen. Neutral, okay, da muss ich noch ein bisschen was dran feilen. Sorry. Boah, er hat mich gerade... Alter. Sorry, hab mich ein bisschen verschluckt. So. Ich würde sagen, versuchen wir es mal mit der 355, mit der Schätzung. Ich bin mir nicht sicher. Bin nicht ganz zufrieden, aber ich akzeptiere dein Angebot. Bitteschön, Dankeschön. Nehmen Sie uns bald wieder. 35.000 wandern auf mein Konto. So, wir müssen auf jeden Fall langsam mal ein bisschen Profit machen, weil die Fähigkeiten, die ich mir leisten will, immer teurer werden. Also mittlerweile kostet eine Fähigkeit 10 Millionen, oder? Nicht 10.000, 10 Millionen war das, glaube ich, ne? Okay, das kann ich erst morgen sehen, am nächsten Tag. Aber das waren, glaube ich, 10 Millionen. Also ist schon ziemlich viel, ne? Ich hätte das gerne ein bisschen billiger, ne? So eine Million wäre auf jeden Fall besser. Aber naja, ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Naja. Wie auch immer. Hey, was läuft? Ich bin Peter Wolf. Okay, nice Outfit. Gefällt mir. Der ist auf jeden Fall kompetent. Nicht sehr geizig, aber scheint Sachen zu überbewerten. Naja, gut. Mittelalterliche silberne Halskette hergestellt. 1229. Wird mit dem feudalen Japan in Verbindung gebracht. Okaychen. Keine Schätzung. Okay, da holen wir mal kurz den Experten. Der sagt 130.000 und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. So, okay. Mein Lager hat auf jeden Fall noch Platz. Ja gut, 6 Plätze hätte ich frei. 130.000 zahle ich dir bestimmt nicht. Was könnten wir denn bieten? Also fair muss ich auf jeden Fall bleiben, damit ich meine Neutralität behalte. Wie wär's mit 70.000? 75, okay, das wollte ich eigentlich bieten. Da kommt er mit 75.000. Okay. Ich gebe dir 71. 74. Nee, warte mal. 71, 5. Oh. 71, 500. Hm, sagt er?
Okay, abgemacht, bitteschön, dankeschön, beenden Sie uns bald wieder. Okay, so langsam muss ich auch mit ein bisschen Peanuts arbeiten. Das heißt, ja, ne, nicht immer nur Nullen am Ende, sondern auch mal ein paar kleine Geldbeträge hinterher schmeißen, ne? Um mit dem irgendwie in eine Verhandlung zu kommen und beziehungsweise zu einem Abschluss zu kommen. Hey, was läuft? Meine Freunde nennen mich Richard Harris. Richard Harris ist ein bisschen geizig und ungeduldig. Okay. Aber der will was kaufen, und zwar die Silbermedaille aus der Renaissance. Ich habe gezahlt 61.000, die Schätzung war 61.000. Okay. Der bietet mir 65.000. Das sag ich doch nicht nein, nimm doch direkt den Betrag an. Bitteschön, dankeschön, beenden Sie uns bald wieder. 4.000 wandern auf mein Konto. Guten Morgen, meine Freunde nennen mich Liturgi Özdemir. Liturgi Özdemir. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Also Özdemir kenne ich, aber der Name ist mir irgendwie suspekt. Irgendwie unbekannt. Wie auch immer, draufgeschissen. Sie scheint auf jeden Fall nicht sehr kompetent zu sein, dafür aber geizig. Was haben wir denn da? Pineapple Seed Actionfigur hergestellt 1994. Wer mit dem Bronzezeitalter der Sammlerstock in Verbindung gebracht? Gehörte Ray Charleston. Okaychen. 1,12 Millionen soll's wert sein, meiner Meinung nach. Oder, nee, warte mal, nach Ihrer Meinung, oder? Nee, oder? Na, wie auch immer. Der Experte meint, das wäre 1,1 Millionen wert und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. 1,1 Millionen. Wowie, wowie. Das ist schon wieder eine Hausnummer, Leute. Das ist schon wieder eine ordentliche Hausnummer. Wie viel? Naja, 1,1 Millionen zahle ich dir bestimmt nicht. Ich würde sagen... Wie wär's mit 600.000? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie einig werden. Man sieht sich. Ja, gut, ich versuch's mal mit einem Gehirnwäsche. Wie wär's mit 650.000? Ich weiß nicht. Nein, danke, ich bin raus. Okay, ja, gut, dann verpiss dich. Hau rein. So, okay, Tagesstatistik sagt plus 253.400. In der Woche haben wir auf jeden Fall Minus gemacht. Und ja. Bei Auktion-Einkauf. Naja, das ist fast dasselbe wie eine Lagerauktion. Warte mal, ich schaue erstmal ins Lager. Der braucht noch 2 Tage für die Truhe. Was haben wir jetzt nochmal gekauft? Ne, wir haben Pfand angenommen. Ne? Wir haben meistens was verkauft. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall was verkauft und nicht angekauft. Wir haben auf jeden Fall hier ein Pfand angenommen. Oder? War das 71? Ja, genau. 71.500 habe ich gezahlt. Beziehungsweise Pfand rausgegeben. Der braucht noch 2 Tage. Okay. Was haben wir denn bei der Auktion? Ach so, bei der Auktion verkaufen. Ich habe jetzt gekaufen gelesen. Ich habe jetzt... ich habe echt kaufen gelesen. Oder einkaufen gelesen. Naja, gut. Wenn wir schon was verkaufen können, dann habe ich mich wohl geirrt. Das ist nicht verfügbar, leider. Das ist mir ein bisschen zu wenig wert. Das ist noch in Arbeit. Wie könnten wir unsere Unkosten wieder reinholen? Naja, Unkosten. In Wochenstatistik können wir sowieso nicht reinholen. Nicht verfügbar, weil Pfand. 750.000 wert. 350 habe ich 530 habe ich gezahlt. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir das Poster. Oder das hier? Guter Zustand. Das ist legendär und im guten Zustand. Würde ich sagen, verkaufen wir bei der Auktion. So, willkommen meine Damen und Herren. Wir haben heute ein wundervolles Stück zu versteigern. Der Startpreis liegt bei 410.000. Höre ich das erste Gebot. So, wir lehnen uns jetzt zurück und genießen die ganze Show. 460 sind geboten, wer bietet mehr? 485 sind geboten. 510 sind geboten, wer bietet mehr? 560 sind geboten, wer bietet mehr? 610 sind geboten, wer bietet mehr? 660 sind geboten. Ich bin kein Auktionator, ich kann das einfach nicht.
So, aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, 910.000 haben wir damit gemacht. Maximilian Bückemann hat die Auktion für 910.000 gewonnen. Bitteschön, Dankeschön, beenden Sie uns bald wieder in der Auktion, in der nächsten, wenn Sie Bock haben. Wie auch immer. Eins wollte ich auf jeden Fall sagen, ich habe mir ein... Nee, verrate ich jetzt nicht. Also, ich mache jetzt keinen Spoiler draus. Auf jeden Fall werde ich ein weiteres Unpacking-Video und ein Aufbau-Video machen. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber es ist ein ein Gegenstand, den ich mir schon immer kaufen wollte und ich den auch auf jeden Fall brauche, wegen meiner Punkt, Punkt, Punkt. Nicht, das wird dir denkt. Nein, nein. Es ist auf jeden Fall... Ja, egal. Kein Spoiler, wie auch immer. Ich habe jetzt auf jeden Fall gehypt. Und ihr könnt demnächst ein Unpacking- und Aufbauvideo miterleben. Ich weiß nicht, also live, da bin ich noch nicht so weit. Also ich bin noch ein kleiner YouTuber und ich habe noch nicht so eine große Community. Und Dankeschön für 115 Abonnenten. Das wollte ich nochmal vorab sagen. Und wir haben jetzt gerade was bei der Auktion verkauft, haben ein bisschen Plus gemacht, haben ein bisschen Unkosten wieder reingeholt. Warte mal, ich guck mal kurz wegen der Statistik, wo war das nochmal hier? 910.000, okay. Wochenstatistik 910.000, okay. Ja gut, da haben wir da wieder grüne Zahlen. Hey, du, man nennt mich auch Babakan. Bob Babakan. Der ist auf jeden Fall nicht sehr kompetent, dafür aber geizig bis zum geht nicht mehr. Democracy Poster. Oder Democracy. Democracy Poster. Hergestellt 2010. 65.000. Okay. 80.000. Warte mal, wie viele Plätze habe ich jetzt noch? Okay, der will 80.000. Ja, scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Ne, mein Freund. Wie wär's mit 32? Hallo? 32,5. Ups, eine wieder zu viel. Nimmst du das überhaupt ernst? 79.000. Alter, der Typ, der hat's ja doch nicht mehr alle. 35.000. 78.000. Ne, danke, hau rein, Alter. Alter, das ist mir ja echt so viel, was du da willst. Penner, geh um die Ecke ins nächste Geschäft und versuch den Idioten da das Ding für 80.000 zu verkaufen. Wie auch immer, Kara Keller, ich habe die Küche aufgeräumt und fand dabei ein etwas Wertvolles. Ah, okay. Antikes vergoldetes Buch, hergestellt 501. Wird mit der Invasion von der Barbaren in Verbindung gebracht. Gehört Video Kojima. 8,2 Millionen Euronen, alter Schweizer! Was ne Hausnummer! Ne, da muss ich auf jeden Fall erstmal weiter gucken. 640.000. Naja, gut, mit dem Buch können wir auf jeden Fall eine ordentliche Summe an Geld verdienen. Ne? So 10 Millionen oder 11, 12, keine Ahnung. Wer nichts ausgibt, verdient auch nichts. Ne? Aber wir müssen auf jeden Fall mal langsam ein bisschen Kohle ran schaffen. Ich meine, ich habe ja 35 Millionen, ne? Aber 640.000, wie bist denn du drauf? Raymond Einstein. Oder Einstein. Wie auch immer. Einstein. Der ist auf jeden Fall geizig und scheint Sachen zu überbewerten. Eine Drohne hat er da. Militärdrohne hergestellt 2011. Mythisch. Okay. Juckt die Nase wie Sau die ganze Zeit schon. Keine Ahnung, was das ist. Entweder Staub oder keine Ahnung. Immer ein Härchen. das nervt. Wir können uns einigen. Ja, auf was können wir uns denn einigen? Was könnten wir denn? Was könnten wir denn bieten? Wie wär's mit. Oder was kann ich denn. Okay. Wie wär's mit
350.000. Was sagst du dazu? Bist du bescheuert? 740. Wow. Wow. Alter. Du hast doch hinten. Du hast doch deinen Schließmuskel zu weit offen, mein Freund. Was? Komm schon. 720. Alter, du hast doch. Hast du eine Macke? 420. 650. 430. Hör mal ganz gut zu. Blablabla. Bla, bla. 600. 440. 570. Alter. Okay, wir versuchen es mal mit dem Gehirnwäsche. Wie wär's mit 430.000? Haben wir doch nicht gerade geboten. Ich weiß nicht mehr. 600 mal. Alter. Was hat dieser Gehirnwäsche eigentlich für eine Funktion? Also, ne? Okay, 440, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben beim letzten Mal, ne? Wir versuchen es mal mit 450. 630, Alter, was hat der Gehirnwäsche überhaupt für eine Funktion? Ich meine, dreht er ihm das Hirn um? Also, versucht er ihm irgendwie einzureden, dass er ein bisschen weniger zahlen oder verlangen will? Keine Ahnung. Oh Mann, ey, das geht mir echt auf die Nüsse. Komm, 465. 590. Wir könnten auf jeden Fall Geld damit machen. Enem, enem, und raus bist du. Ich würde sagen... Nimm mal an, komm, nimm mal an. Da machen wir auf jeden Fall ein bisschen Bad Profit. 590.000 hat er verlangt und 640.000 soll es wert sein. Vielleicht ist es doch noch ein bisschen mehr wert. Ich habe keine Expertenmeinung eingeholt, aber ja, schauen wir mal. Hallo, mein Name ist Lala Ambrosio. Okay, Lala, du bist auf jeden Fall geizig und naja, dass wir immer noch nicht selbst mehr Fähigkeiten einsehen können, wie die Leute so drauf sind. Naja. Da haben wir einen Ring aus der Renaissance hergestellt. 1366 gehört deinem Großvater. Naja, wohl eher ihrem Großvater, ne? Okay. Episch, schlechter Zustand. 142.000. Warte mal, haben wir ein paar Käufer? Nee, haben wir nicht. Nee, wir haben alles nur Verkäufer. Okay. Naja, gut, dann würde ich sagen, lass mal verhandeln. Naja, da haben wir schon reingesehen, bla bla bla. Naja, wie war die nochmal? Genau, geizig. 154.000. Okay, die scheint auf jeden Fall Sachen zu überbewerten. Mein Fräulein, ich biete dir 120.000. Ich weiß nicht. Okay, abgemacht. Bitteschön, Dankeschön, beenden Sie uns bald wieder. Eigentlich wollte ich auf 100.000 runtergehen, aber... Egal, drauf geschissen. Hey, was läuft? Meine Freunde nennen mich Maria Antoinette Poll. Marie Antoinette Poll, okay. An Marie Antoinette. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht mehr, woher ich den kenne. Marie Antoinette. Müsste ich mal googeln. Mir fällt es nicht selber ein. Wie auch immer. Nicht sehr kompetent. Geizig auf jeden Fall. Und scheint Sachen zu überbewerten. Was haben wir denn hier? Der Meister der Ringe-Poster. Hergestellt 2006. Wird mit dem silbernen Zeitalter Sammlerstücke in Verwendung gebracht, gehörte Magier Johnson. Okay, da haben wir keine Schätzung. Warte mal, wir haben noch zwei Kunden im Hintergrund. Da haben wir eine Schätzung, eine eigene. Und hier haben wir auch eine eigene Schätzung von 8.200.000. Okay, dann lass mal verhandeln. Warte, nee, da wollte ich eine Schätzung einholen. 1,6 Millionen. Wowie, wow, wowie. Und da glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay, es wird immer anspruchsvoller. Die Hausnummern werden immer größer. 1,6 Millionen soll es wert sein. 1,56 bietet sie mir. Oder will sie dafür haben, ist er gesagt. Was bieten wir denn? Ich versuch's mal mit 800.000. Ah, okay, verarschst du mich? Ernsthaft? 1,52. Okay. Komm, 1 Million. 1,4 Millionen ist dein letztes Angebot. Okay. Moment.
Versuchen wir es mal mit einem Gehirnwäscher. Eine Million. Komm. 1 Million. 1,42. Komm. 1,1. 1,34. 1,16. Also. Okay, abgemacht. Bitteschön, Dankeschön. Melden Sie uns bald wieder. Wowie, wowie. Moment. Ich muss mal kurz reinschauen. 1,6 Millionen soll es wert sein. 1,16 Millionen habe ich gezahlt. Okay. Hi, mein Name ist Hoshi. Hoshi, Alter, Hoshi. Das kennt man aus dem Film. Die verrückte Reise von... Ne, warte mal. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie, ja, so ein nostalgischer Film auf jeden Fall. Wie auch immer. Hoshi Crankston. Sie scheint auf jeden Fall kompetent genug zu sein, nicht sehr geizig, ungeduldig und scheint Sachen zu überbewerten. Naja, gut, da konnten wir auf jeden Fall komplett einsehen. Die hat ein mittelalterliches Schwert mitgebracht, hergestellt 1038, gehörte Carrie Fishmonger. Fishmonger. Okay, wir haben noch zwei Expertenmeinungen, die setzen wir mal natürlich ein. Der sagt 490.000 und glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Und dann würde ich sagen, verhandeln wir mal. 440.000, sagt sie. Ist doch noch ein bisschen hoch, ne? Was sagst du zu 300.000? 385.000, 310.000, 350.000, ein letztes Angebot. Okay, Momentum Mundo. Versuchen wir es nochmal mit 300.000. 380, 310, 350. Okay, bitteschön, Dankeschön, melden Sie uns mal wieder so. Da haben wir wieder ein bisschen was ausgegeben, aber ja, hier kommt auf jeden Fall das lukrativste, teuerste Dingsbums, was wir kaufen könnten. Sie ist auf jeden Fall kompetent und geizig, scheint sie auch zu sein, die Kara Keller. Ja, ja, wissen wir, warte mal, ach scheiße, ich hätte... Ah, verdammt, ich wollte doch eine Expertenmeinung einholen. Kacke, und ich war ein bisschen zu voreilig. Okay, naja. 8,2 Millionen ist mir doch... Oh, 9,4. 9,4 will sie haben. Nee. Dann bin ich auch mal ein bisschen frech. Wie wär's mit 3 Millionen? 9,2 Millionen. 3,5 Millionen. Ich weiß nicht. Nein, danke, ich bleibe hier keine Sekunde länger. Okay. Ah, schade. Die können wir leider nicht mehr einsetzen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, überdenk nochmal dein Angebot, beziehungsweise das, was du dafür haben möchtest. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wählen Sie uns doch mal wieder. So, wir haben auf jeden Fall Minus gemacht. 1,31 Millionen. 1,3, wie auch immer. So, ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bewertung nicht vergessen und reingehauen und ciao. Mit au.